Herzlich willkommen bei Canisius TV. Heute ist Montag der zweiten Fastenwoche und ich möchte Sie jetzt mit nach Babylon nehmen. Wir sind im Jahre etwa 500 vor Christus und die babylonische Gefangenschaft hat gerade begonnen. Viele Israeliten sind nach Babylon verschleppt worden und darunter auch der Prophet Daniel. Und der ist jetzt in Babylon und er betet. Das ist die Lesung Daniel Kapitel 9. Herr, du großer und furchterregender Gott, du bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten, deinen Bund und deine Gnade. Wir haben gesündigt und Unrecht getan. Wir sind treulos gewesen und haben uns gegen dich empört. Von deinen Geboten und Gesetzen sind wir abgewichen. Wir haben nicht auf deine Diener, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen und Vorstehern, zu unseren Vätern und zu allen Bürgern des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber steht bis heute die Schamesröte ins Gesicht. Den Leuten von Juda, den Einwohnern Jerusalems und allen Israeliten, seien sie nah oder fern in all den Ländern, wohin du sie verstoßen hast, denn sie haben dir die Treue gebrochen. Ja, Herr, uns steht die Schamröte im Gesicht, unseren Königen, Oberen und Vätern, denn wir haben uns gegen dich versündigt. Aber der Herr, unser Gott, schenkt Erbarmen und Vergebung. Ja, wir haben uns gegen ihn empört. Wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört und seine Befehle nicht befolgt, die er uns durch seine Diener, die Propheten, gegeben hat. Liebe Zuhörer und Zuschauerinnen, 3 Punkte zu unserer heutigen Lesung aus dem Buch Daniel. Erstens, aus Schaden wird man nicht immer klug. 500 Jahre vor der Geburt Christi erlebte Israel die bis dato größte nationale Katastrophe. Das Volk musste in die Verbannung, musste nach Babylon. Ja, das Unwetter, das hatte sich schon lange angekündigt und es hat auch nicht an Mahnern und Warnern gefehlt. Die flehentlich appellierten doch in letzter Minute das Steuer herumzureißen. Leider hat es auch nicht an Beschwichtigern gefehlt, die deren Einwände mit einem Wisch abtaten. Mal nicht so schwarz, das haben wir doch immer hinbekommen. Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Und jetzt war das Kind in den Brunnen gefallen. Und Israel saß in der Patsche und alles fragte sich jetzt natürlich, warum? Warum wir? Warum jetzt? Warum so? Ein zweites roter Kopf, aber warum? Bekanntlich haben ja die Indianer eine rote Haut und heißen deswegen auch Rothäute. Manchmal aber bekommen auch wir Bleichgesichter einen roten Kopf. Das kann aber verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel, weil man verliebt oder verlegen ist. Dann errötet man. Oder weil man zornig ist und der Wutbürger empört sich über die Lügenpresse oder die da oben. Solche Wutbürger gab es auch schon unter den Israeliten in Babylon. Leute, die eine Faust gegen Gott ausstreckten und sagen, wie kann Gott das zulassen? Warum hat er das nicht verhindert? Wie konnte er uns im Stich lassen? Und dann schwört man Gott ab und tritt unsere Tage übertragen aus der Kirche aus, ja, ganz so wie man ein Zeitungsabo kündigt, wenn man einen unliebsamen Kommentar darin lesen muss.
Daniel hat auch einen roten Kopf. Aber es ist nicht die Wut, die ihm die Röte ins Gesicht treibt, sondern die Scham. Herr, uns steht die Schamröte im Gesicht, unseren Königen, Oberen und Vätern, denn wir haben uns gegen dich versündigt. Ja, wie kann Gott das zulassen? Das hätte er doch verhindern müssen. Die Politiker da oben, die sind schuld. Gegenteil, wir sitzen alle im selben Boot. Und die schämen sich auch. Statt andere an den Pranger zu stellen und vor den Kadi zu zerren, klopft der Daniel sich selber auf die Brust und vermerkt selbstkritisch, wir haben uns gegen dich versündigt. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber steht die Schamesröte im Gesicht. Und ein drittes und letztes, Babylon 2.0. Die meisten von uns, denke ich jetzt mal, sind noch zu Hause und nicht irgendwo tausende Kilometer entfernt in Kriegsgefangenschaft. Aber vielleicht ist man zu Quarantäne verurteilt. Ich kenne das jetzt aus eigener Erfahrung. Vielleicht darf man jetzt nicht raus zu den Freunden, zu den anderen hin. Oder man darf nicht ins Fußballstadion oder nicht ins Theater. Ist sauer auf ein Virus, der uns schon seit Monaten seine Art zu leben aufzwingt und verhindert, dass wir unsere Art, wie wir es gerne möchten, zu leben verhindert. Wie reagieren wir? Machen wir eine Faust und strecken sie Gott entgegen? Wie kannst du das zulassen? Wo ist Gott? Warum hat er die Pandemie nicht verhindert? Machen wir Politiker und Ärzte verantwortlich, weil sie uns nicht rechtzeitig und nicht richtig beraten haben? Geben wir unserer Wutröte und Empörung freien Lauf? Oder nehmen wir Corona jetzt, da es nun mal da ist und obwohl das Zeug ja niemand bestellt hat, nehmen wir es einfach mal als Anlass, mal das eigene Verhalten zu betrachten und gegebenenfalls zu korrigieren. Daniel gibt vielleicht zähneknirschend, aber unumwunden gibt er zu, wir haben gesündigt und Unrecht getan. Wir sind treulos gewesen und haben uns gegen dich, Gott, empört. Von deinen Geboten und Gesetzen sind wir abgewichen. Wir haben nicht auf die Propheten gehört, die zu unseren Königen, Vorstehern, Vätern und zu allen Bürgern des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber steht bis heute die Schamröte im Gesicht. Es ist immer leichter, andere für die eigene Misere verantwortlich zu machen. Andere Menschen, den Chef, die Angestellten, Lehrer, Schüler, Politiker, Pfarrer, die Umstände, die Gene, das Wetter. Aber so wird keine Wende eingeleitet. Wut oder gar blinde Wut sind ungeeignet, die Wende zum Besseren auszulösen. Scham steht uns da besser. Corona ist auch eine Chance für uns als Gesellschaft, für jeden und jede Einzelne von uns. Ich bete. Allmächtiger Gott, wir stehen vor dir mit hochrotem Kopf, aber wir sind keine Indianer. Wir sind Bleichgesichter. Manche von uns sind wütend, zornig oder resigniert. Wir bitten dich, für alle, die mit den Finger auf andere zeigen und für ihre Misere verantwortlich machen, schenke uns einen Einblick in unsere eigene Schuld und gib uns den Mut, zu den eigenen Fehlern zu stehen.
für unsere Politikerinnen und Politiker und alle, die in diesen Tagen Verantwortung tragen und an der Lösung der Probleme fieberhaft arbeiten. Um eine faire Behandlung sowie Respekt und Dank der Bevölkerung. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen an. Für die Opfer der Pandemie und ihre Angehörigen, um Versöhnung in den Familien und einen würdigen Abschied von unseren Lieben. Guter Gott, lass es die Schamröte und nicht die Wutröte sein, die uns zu Gesicht steht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich möchte Ihnen noch den Segen Gottes mitgeben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über ihnen und schenke ihnen seinen Frieden. Und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich mit diesem Video jetzt nicht die Wutröte bei Ihnen ins Gesicht gezaubert habe. Hier bei mir, da funkelt es immer ein bisschen. Das liegt an der Technik, die nicht so will, wie ich das gerne möchte. Wir können aber kommunizieren. Ja? Sie finden auf unserem YouTube-Kanal, da kann man was drunter schreiben. Also wenn Ihnen dieses Video oder die anderen Videos die Schamröte ins Gesicht treiben oder die Wutröte oder vielleicht kann ja auch sein die Freude, dann freuen wir uns, wenn Sie auf die YouTube reagieren, da liken oder einen kurzen Kommentar da dahinschreiben. Ja. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag oder Abend, je nachdem, wann Sie das Video gucken. Und ich sage Tschüss, bis morgen.